Immer wenn das Wetter es zulässt, stellt Pfarrer Schiffers sein Motorrad direkt vor das Pfarramt. Ja, ein schönes Teil. Ne? Die ist von 2005, ne, 7 Jahre alt. Ne? Und wie viel haben wir drauf? Ja, 52.800. Ne? Alles selbst gefahren. Pfarrer Schiffers ist seit 30 Jahren Seelsorger in Königswinter bei Bonn. Und er ist Arbeitgeber für Erzieherinnen und Altenpfleger in den Einrichtungen, die die katholische Kirche im Ort betreibt. Eine seiner Mitarbeiterinnen hat er gerade entlassen, weil sie gegen die Moralvorstellungen der Kirche verstoßen hatte. Was sie getan hat, ist jetzt unabhängig davon, wie weit man ihr das anrechnen kann. Das ist dann immer eine andere Frage. Aber ist zunächst mal der objektive Tatbestand des Ehebruchs. Objektiver Tatbestand Ehebruch? Die Kindergartenleiterin Bernadette Knecht hat sich von ihrem Mann getrennt und ist inzwischen mit einem neuen Partner zusammen. Ein Verstoß gegen ihren Arbeitsvertrag, sagt der Pfarrer und kündigt ihr. In diesem kurzen Gespräch hat er nur gesagt, Frau Knecht, ich habe mich entschieden, Sie sind ein öffentliches Ärgernis und damit müssen Sie gehen. In unseren Einrichtungen dürfen nur Leute arbeiten, die unsere wichtigsten Werte mittragen. Auch wenn diese Leute vom Staat bezahlt werden? Ja, sicher. Dann muss sich dann der Staat überlegen, ob er das machen will. Ne? Mehr als jeder dritte Kindergarten in Deutschland ist christlich. Jedes dritte allgemeine Krankenhaus, tausende Schulen. In all diesen Häusern gilt kirchliches Recht. Dort dürfen nur Christen arbeiten. Doch finanziert werden die Einrichtungen nicht aus Kirchengeldern, sondern fast ausschließlich vom Geld der Allgemeinheit. Wie passt das noch zusammen? Die Geschichte, die sich im Kindergarten St. Margareta in Königswinter 2012 abgespielt hat, zeigt, was in kirchlichen Einrichtungen mit öffentlichem Geld passieren kann. Die katholische Kirche ist der Träger hier. Sie kümmert sich um Personal für die Kinderbetreuung, um die Verwaltung. Die Stadt hat sie beauftragt. Weil die Kirche kein neutraler Träger wie alle anderen ist, musste Bernadette Knecht in ihrem Vertrag unterschreiben, dass sie ihr Leben nach den katholischen Regeln ausrichtet und diese auch den Kindern vorlebt. Als Bernadette Knecht sich 2011 trennt und dann in ihren neuen Partner verliebt, bittet sie den Pfarrer zunächst um Rat. Doch er macht ihr direkt klar, dass sie nun gehen muss. Ich habe in dem Augenblick nichts gedacht. Es war für mich unfassbar. Ich kann es gar nicht beschreiben, dass es sowas gibt, dass jemand, der Hilfe sucht, verachtet wird und verurteilt wird. Die Begründung der Kündigung lautet, wer seine katholische Ehe beendet, kann kein gutes Vorbild mehr sein und erst recht keinen Kindergarten leiten, kein Personal führen. Und so schreibt Pfarrer Schiffers an das zuständige Bistum in Köln, Entlassung von Bernadette Knecht wegen Gefahr eines schädlichen Ärgernisses in der Gemeinde. Ich habe mein Leben reflektiert und überlegt, was für ein Mensch bin ich? Bin ich wirklich schädlich? Für wen bin ich schädlich? Das habe ich wirklich ist mir ganz lange hinterhergelaufen. Aber es wird mich ein Leben lang begleiten, ein schädliches Ärgernis zu sein, als dieses hier von der Kirche betitelt zu werden. Sie hat gesagt, dass sie diesen Begriff im Kopf hat, schädliches Ärgernis. Ja. Hat sie selbst gesagt. Ne? Ja, das habe ich mit Sicherheit auch gesagt. In dem Sinne, wie ich versucht habe, das zu erklären. Ne? Nämlich? Dass halt die Eheleute nicht durch ihre Treue, nicht die Treue Gottes abspiegeln, sichtbar machen sollen.
Und das ist dann eben nicht mehr gegeben. Und darin besteht dann das Ärgernis. Es ist Frühling 2012 in Königswinter. Im Sommer soll Bernadette Knecht den Kindergarten verlassen. Der neue Partner von Bernadette Knecht ist Josef Griese. Er arbeitet ganz in der Nähe als Verwalter an der Universität Bonn. Beide sind gläubige Katholiken. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie irgendwas falsch gemacht haben? Nein, niemals. Aber ich habe schon mal ein Erlebnis, als ich mich von meiner ersten Frau getrennt habe. Da habe ich schon mal das Gefühl gehabt, als Ausgestoßener zu gelten. Und das kann ich Ihnen sagen, das habe ich auch dem Pfarrer gesagt, das passiert mir nie wieder. Ich habe gedacht, sollte ich ausziehen oder jemanden anders kennenlernen, das ist nicht erlaubt von der katholischen Kirche. Und ich habe mich an die 10 Gebote gehalten. Das wäre eins, was ich gebrochen hätte und habe. Hatten Sie ein schlechtes Gewissen? Ja, ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich nicht wusste, was passiert mit mir, wenn ich tatsächlich die Ehe auflöse. Bernadette Knecht und Josef Griese wollen ein Paar bleiben. Auch wenn das bedeutet, dass sie bei der katholischen Kirche nicht mehr arbeiten kann. Zumindest nicht in Königswinter. In Bonn, nur 10 Kilometer entfernt und doch weit genug weg, ist zur Zeit der Kündigung zufällig eine Stelle frei. In einem anderen katholischen Kindergarten. Der Vorteil, dort weiß niemand etwas von ihrer neuen Beziehung. Wir hätten dann versucht, trotzdem noch eine Brücke zu bauen, obwohl das in Rauschendorf bekannt war, dass sie eben in einer anderen Stadt, nicht in einer katholischen Einrichtung, hätte eine Stelle übernehmen können. Wir haben es versucht, nicht wie weit es dann geklappt hätte, weiß ich nicht, nicht, aber es sah eigentlich recht gut aus. Wieso ist das möglich, dass es da geht, aber da nicht? Ja, weil dann, solange wir davon ausgehen können, nicht, dass eben am Arbeitsort die Leute nichts wissen, nicht, über diese Lebensverhältnisse, ist eben dann die Gefahr dieses Ärgernisses nicht gegeben. Ne? Also geht es nicht um die Sache an sich, sondern ob es die Leute öffentlich mitbekommen? Natürlich geht es auch um die Sache an sich, nicht, aber wegen des Zeugnischarakters der Ehe nicht, ist es schon ein sehr, sehr wichtiger und gravierender Punkt, nicht, ob die Leute es mitbekommen oder nicht. Ne? Zunächst denkt Bernadette Knecht darüber nach. Sie bewirbt sich sogar von sich aus auf die Stelle in Bonn. Doch dann kommt der Punkt, an dem sie sich für einen anderen Weg entschließt. Wie ich es auch schon von anderen Kollegen mitbekomme, wenn keiner was sagt, dann kann man so arbeiten, wie man es gerne hätte. Dann klappt es. Man muss nur seinen Mund halten. Und ich möchte nicht mehr meinen Mund halten. Ich möchte ehrlich arbeiten. Ich möchte durch die Straßen gehen mit erhobenen Hauptes und sagen können, ich arbeite zurecht. Bernadette Knecht erzählt ihre Geschichte den Eltern. Und die beginnen schon bald, sich für sie einzusetzen. Vor allem, als ihnen bewusst wird, dass der katholische Kindergarten von ihnen selbst und nicht von der Kirche finanziert wird. Auch wenn auf dem Kindergarten Kirche draufsteht, ist finanziell Staat drin. Die christlichen Kindergärten werden zu über 90% mit öffentlichem Geld bezahlt. Die kirchlichen Krankenhäuser komplett. Sogar ihre Wohlfahrtsverbände, Caritas und Diakonie, betreiben die Kirchen zu 98% mit dem Geld der Allgemeinheit. Die Kirchen bekommen dieses Geld vom Staat, damit sie dessen Aufgaben ausführen. Kinder betreuen, Alte pflegen, Kranke versorgen. Das eigene Geld können sie deshalb für andere Zwecke ausgeben. Etwa 10 Milliarden Euro Kirchensteuer nehmen die beiden großen Kirchen jedes Jahr ein. Davon bezahlen sie vor allem ihre Geistlichen und Seelsorger. Weniger als 10% Kirchengeld fließt in den Unterhalt öffentlicher sozialer Einrichtungen, in Kindergärten, in Altenheime. Auch christliche Schulen werden zum Großteil öffentlich finanziert. So wie die Liebfrauengrundschule in Emmerich bei Kleve. Und auch dort gibt es Probleme mit dem Personal.
Zwei Jahre lang war Nina Lockmann Vertretungslehrerin in der 4. Klasse. Doch nun muss sie die Schule verlassen. Eine feste Stelle kann sie hier nicht bekommen, denn dafür hat sie die falsche Konfession. Nina Lockmann ist evangelisch und das hier ist eine katholische Grundschule. Welches Gebot findest du denn eigentlich am wichtigsten? Also, dass man nur für Gott beten darf, nicht für einen anderen Gott. Mhm. Ehre Vater und Mutter. Prima, genau. Missbrauche nicht den Namen Gottes. Die Liebfrauengrundschule ist eine von 3.300 öffentlichen und privaten christlichen Bekenntnisschulen in Deutschland. Auch hier entscheiden Konfession und Lebensumstände darüber, wer eingestellt werden darf und wer nicht. Die fachliche Kompetenz ist dann sekundär. Direktor Herbert Feyen kann nichts für Nina Lockmann machen. Er hält viel von ihrer Arbeit und hätte sie gerne festangestellt. Aber für nicht-katholische Bewerber ist noch nicht einmal ein Vorstellungsgespräch möglich. Die fallen im Vorfeld eigentlich schon aus dem Bewerberkreis raus. Unabhängig von ihrer Kompetenz, unabhängig von ihren Ergebnissen, die sie gehabt haben, unabhängig von ihrem Willen, unsere Schule zu besuchen und in diesem Fall auch unabhängig davon, ob man hier schon gearbeitet hat oder nicht. Ja, die erste Überlegung, die ich hatte, war tatsächlich zu konvertieren, also katholisch zu werden. Aber das war nur im ersten Moment. Und dann habe ich aber für mich entschieden, das ist für mich nicht der richtige Weg. Also das kann nicht der Grund dafür sein. Ich weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen im Kreis das machen. Aber ich für mich konnte das, habe gedacht, das ist nicht der richtige Weg für mich. Man möchte Kontinuität in der Arbeit, man möchte kompetente Leute in der Schule haben. Und da hakt es ganz einfach, weil ein bestimmter Personenkreis ausgeschlossen wird. Ja, man meint das gar nicht so, dass das heutzutage noch so ist. Was sagen Sie denn dann den Kindern? Ich war da ganz offen und habe gesagt, dass ich nicht bleiben kann, weil ich evangelisch bin. Und ja, dass es halt 2 Jahre als Vertretungslehrerin ging, aber jetzt nicht mehr. Ingrid Hausers Kinder haben sie gefragt, warum ihre Lehrerin nicht bleiben kann. Was ich echt ein Problem finde, ist, man will die Kinder in der Schule zur Toleranz erziehen gegenüber Ausländern, gegenüber anderen Religionen und sowas. Und wenn man dann so einem Kind sagen muss, ja, die Lehrerin, die musste gehen, weil sie evangelisch ist, das geht nicht, finde ich. Das kann man nicht machen. Es wäre was anderes, wenn die katholische Kirche die Schule bezahlen würde. Das wäre was anderes. Aber dadurch, dass es von unseren Steuergeldern bezahlt wird, finde ich, geht das eigentlich nicht. Die Liebfrauengrundschule in Emmerich wird als öffentliche Konfessionsschule zu 100% vom Geld der Allgemeinheit finanziert. Über 1 Million Menschen in Deutschland arbeiten für die Kirchen. Sie sind der zweitgrößte Arbeitgeber nach dem Staat. Das Besondere? Die Kirche sieht ihre Mitarbeiter bis heute als Gemeinschaft von Gläubigen, die an ihrem Arbeitsplatz auch das Wort Gottes verkünden sollen. Deshalb gilt für sie ein besonderes kirchliches Arbeitsrecht, das sich erheblich von dem aller anderen Arbeitnehmer in Deutschland unterscheidet. Christsein ist in der Regel die Voraussetzung, um überhaupt eine Stelle zu bekommen. Und in den katholischen Häusern spielt auch das Privatleben der Mitarbeiter eine Rolle. Seine Arbeit kann verlieren, wer aus seiner ersten Ehe zu einem neuen Partner zieht. Außerdem darf man nicht mit jemandem zusammenleben, der geschieden ist. Auch wer homosexuell ist, kann entlassen werden. Ebenso wie Frauen, denen ein Schwangerschaftsabbruch nachgewiesen werden kann. Das Dilemma? Die Menschen, um die es hier geht, sind keine Pfarrer oder Ordensleute, sondern Erzieher oder Ärzte oder Altenpfleger in öffentlich finanzierten Einrichtungen. In Königswinter beginnen die Kindergarteneltern, sich darüber zu wundern. Ihre Kinder bekommen von all dem nicht viel mit. Sie sehen nur, dass die Eltern sich öfter treffen als sonst. Die meisten Familien hier sind katholisch. Trotzdem ist ihre Kindergartenleiterin für sie kein schädliches Ärgernis. Im Gegenteil, sie schätzen ihre Arbeit sehr. Marie-Therese Gehling, Peer Jung und viele andere wollen die Kündigung nicht so einfach hinnehmen. Zuerst sprechen sie mit dem Pfarrer und den Kirchenvorständen der Gemeinde. Ohne Ergebnis. Nun wollen Alice Ernst und die anderen auf die Stadt zugehen. Ich würde nur betonen, dass wir doch erschüttert waren
Ja, das ist ja auch so. Ja. Es sind Eltern ausgetreten, weil die gesagt haben, also das ist nicht mehr mein Verein, wenn die sich so verhalten. Und dass selbst Eltern, die sich jetzt, sage ich mal, so wirklich als auch, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll, aber als überzeugte, tatsächlich von der Sache überzeugte Katholiken bisher immer gefühlt haben, dass die da in eine echte Krise gestürzt sind, wenn man mitbekommen hat, wie man sich da verhalten hat. Das wird finanziert von der Stadt und von uns. Und wir haben aber überhaupt gar keine Möglichkeit, in irgendeiner Form Einfluss zu nehmen. Oder wenn uns irgendwie der Träger nicht gefällt und wir uns ungerecht behandelt fühlen. Also irgendwas läuft überhaupt nicht so, wie wir Eltern, die unsere Kinder dahin geben. Es sind unsere Kinder und das ist das Wichtigste für uns. Wir haben keinerlei Einflussmöglichkeit. Das ist einfach das, was wir nicht verstehen und wo man auch irgendwie ansetzen muss. Läuft hier irgendwie falsch. Der den Eltern mehr zu diesem Thema sagen kann, ist der CDU-Bürgermeister von Königswinter, Peter Wirz. Warum zahlt die Stadt 100% für eine Einrichtung, auf die nur die Kirche Einfluss hat? Eigentlich soll die Kirche nach Landesgesetz immerhin noch 12% Eigenanteil beitragen. Doch selbst diese 12% übernimmt die Kommune Königswinter, wie viele andere Städte auch, freiwillig. Weshalb? Diese Lösung, die wir jetzt haben, ist insgesamt wesentlich wirtschaftlicher, auch für die Steuerzahler, als wenn eigene andere Lösungen geschaffen werden. Das heißt, einen eigenen kommunalen Kindergarten aufzumachen, wäre erheblich teurer gewesen. Das ist auch heute noch eine Lösung, die wesentlich teurer ist, weil der eigene kommunale Kindergarten wesentlich geringere Landeszuschüsse bekommt und dann der Anteil der Stadt natürlich höher ist, der zu leisten ist, plus der Verwaltungsaufwand, der oben noch aufgesattelt werden muss. Und wenn Sie nur eine Einrichtung oder zwei Einrichtungen haben, dann können Sie sich vorstellen, ist es unheimlich schwierig, alleine mit dem Personal zurechtzukommen. Peer Jung und Cordula Schumacher haben heute für die Elternschaft einen Termin beim Bürgermeister. Sie wissen inzwischen, für ihre Kindergärten bekommt die Kirche höhere Landeszuschüsse. Auch deshalb überträgt die Kommune ihr die Kinderbetreuung. So spart die Stadt Geld, verliert aber jeden Einfluss. Die Eltern können diese Logik nicht nachvollziehen. Das ist ja so lange okay, solange sich niemand beschwert. So, und jetzt finden ganz viele, aber das trifft ja nicht nur uns, ganz viele sind jetzt dabei und sagen, naja, es geht ja gar nicht. Und wenn ich öffentliche Gelder verwalte, finde ich, muss man auch die Möglichkeit haben, einen gewissen Einfluss zu haben. Kam Ihnen das nicht ungewöhnlich vor, dass man sagt, da ist ein kirchlicher Träger, der die Personalentscheidung trifft, der grundsätzliche Entscheidung des Konzepts trifft und trotzdem zahlt der Staat oder zahlt die Kommune, zahlen die Eltern 100%? Kam Ihnen das nicht ungewöhnlich vor? Überhaupt nicht. Dazu muss man allerdings sagen, ich bin Christ, ich gehöre dieser Glaubensrichtung an und das überzeugt. Das beeinflusst nicht meine Amtsgeschäfte, aber deswegen, ich habe da keine Berührungspunkte und gar keine Ängste, dass da was falsch gewesen sein könnte. In einem vertraulichen Gespräch sagt der Bürgermeister den Eltern, dass er selbst nichts für sie tun könne. Aber er rät ihnen, einen Bürgerantrag an die Verwaltung zu stellen und ahnt noch nicht, was er mit diesem Tipp auslösen wird. Dass die Kommunen ihre Aufgaben abgeben, ist gesetzlich gewollt. Bemerkenswert ist, dass sie vor allem an die Kirchen verteilen. Es rechnet sich. Die Stadt bezahlt die Kirche und muss selbst keine Verwaltung aufbauen. Die Kirchen bekommen teilweise bessere Zuschüsse, haben Steuervorteile oder ihnen gehört das Gebäude. Dafür muss die öffentliche Hand dann weniger zahlen. Außerdem bleiben die Kirchen nicht selten unter dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. So wächst die Zahl kirchlicher Sozialeinrichtungen, obwohl die Kirche wenig eigenes Geld hinzugibt. Die christlichen Kindergärten mehren sich. Dasselbe bei Schulen, bei Altenheimen. Auch Caritas und Diakonie wachsen kontinuierlich. Der Staat trägt dazu bei. Er gibt im Gegenzug eigene Einrichtungen auf. In Niedersachsen hat der Kreis Schaumburg gerade zwei defizitäre Krankenhäuser an die Diakonie verkauft. Sie hat versprochen, sie mit einem christlichen Krankenhaus zusammenzulegen und aus dem Minus zu holen. Wie ist das möglich? André Kutscher arbeitete 5 Jahre lang im öffentlichen Dienst hier im Kreiskrankenhaus Stadthagen. Als pflegerischer Leiter der Notaufnahme. Dann kam die Kirche und schlug ihm als erstes eine temporäre Tarifabsenkung um 8% vor. Auf der Arbeit möchte André Kutscher nicht darüber sprechen. Lieber zu Hause. Ich glaube, der größte Teil in dieser Bevölkerung denkt, Kirche gibt wirklich das letzte Hemd. Ein kirchlicher Arbeitgeber, da sind wir immer gut beraten, ja, aber die sanieren genauso knallhart wie die anderen. Das kann ich wirklich jetzt aus Erfahrung sagen.
knallharte Sanierung und es hätte uns mit einem anderen privaten Träger auch nicht anders getroffen als jetzt. Besonders deutlich wird das bei der Liste der Unternehmensbereiche, die im neuen Krankenhaus ausgegliedert werden sollen, um Geld zu sparen. Sigrid Wittenberg arbeitet an der Pforte. Die Pforte soll outgesourced werden, ebenso wie das Labor oder die Küche. Michael Horstmeier ist stellvertretender Küchenchef. Auch er hat schon gesehen, auf den Plänen für das neue Krankenhaus ist keine Küche mehr vorgesehen. Das Essen wird nur noch angeliefert und verteilt. Michael Horstmeier und seine Kollegen gehen deshalb inzwischen auf die Straße. Sie wollen darauf aufmerksam machen, was in christlichen Häusern mit öffentlichem Geld passiert. Also es gibt, so wie ich das persönlich beurteile, immer noch Leute, die wirklich glauben, von ihren Kirchensteuern werden wir bezahlt. Und das ist ja nun mal nicht so. Wie gesagt, so ein Krankenhaus ist ein Wirtschaftsunternehmen, wie jedes andere auch. Die Kirche steht nur noch davor, aber drin ist es mit Sicherheit nicht mehr. Den Unmut der Mitarbeiter bekommen die Geschäftsführer, die die Kliniken vom Kreis übernommen haben, Pastor Michael Schwekendiek und Heinz Kölking, zu spüren. Vor allem von denjenigen, die ausgegliedert werden sollen. Das kann ich von den Mitarbeitenden her verstehen. Ich glaube aber, dass sie auf keinen Fall schlechter gestellt sind als woanders. Schon gar nicht als in mit Gewerkschaft ausgehandelten Tarifbereichen. Aber sie müssen ja schlechter gestellt sein als vorher, sonst macht es ja wirtschaftlich keinen Sinn, sie überhaupt auszugliedern. Sie sind marktgerecht gestellt. Das müssen wir tun, denn es nützt uns nichts, wenn wir es nicht tun. Und es geht uns alles den Bach runter. Man kann sich dort nicht irgendwas leisten, was andere sich auch nicht leisten können. Aber können Sie verstehen, dass man sagt, von der Kirche hätten wir das nicht erwartet, dass sie das die gleichen Mechanismen anwenden wie die Privatwirtschaft? Ja, die Kirche ist natürlich auch auf dieser Erde und nicht im Himmel, sage ich mal so mit meinen Worten. Und man muss sich den Bedingungen stellen und die sind knüppelhart. Der Himmel auf Erden hat Kirche, glaube ich, noch nie leisten können. Die Kirche wächst und agiert inzwischen am Markt wie jeder andere auch. Trotzdem haben die Mitarbeiter, auch die, die nun aus den öffentlichen Krankenhäusern dazukommen, nicht dieselben Rechte wie alle anderen. Es sind keine Tarifverträge vorgesehen. Und statt eines Betriebsrates gibt es nur Mitarbeitervertretungen. Notaufnahmeschwester Sigrid Herich ist auch noch wegen eines anderen Phänomens in Sorge. Was ich eben sehe, dass viele Mitarbeiter auch konfessionslos sind, aus irgendwelchen Gründen aus der Kirche irgendwann mal ausgetreten. Und viele Kollegen haben Angst, dass sie nicht mitgenommen werden ins neue Klinikum und treten jetzt wieder ein. Das finde ich auch sehr merkwürdig, ne? Ja, und da frage ich mich, wie kann es so ein Konstrukt überhaupt noch geben, dass das als Voraussetzung gilt? Ja, das weiß ich nicht. Das ist, für mich ist das, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, echt ein Hammer. Ja? Wir haben die Möglichkeit, dass wir bei uns Menschen, die zu einer christlichen Konfession gehören, bevorzugt einstellen dürfen. Ich muss aber sagen, bevorzugt heißt hier nicht, dass alle anderen raus sind. Müssen Sie, dass Mitarbeiter hier in die Kirche eintreten? Aus Sorge vor dem, was kommt? Also ich bin von Hause aus Pastor und finde einen Kircheneintritt immer schön. Ich hoffe, dass Sie das nicht aus Sorge tun, was kommt. Und ich hoffe, dass Sie auch die Chancen ergreifen können und die Chancen sehen, die sich damit verbinden. Wollen die, die heute Ärzte oder Erzieher werden, denn diese Chance ergreifen? In größeren deutschen Städten zeigt sich bereits ein Trend. Bei den unter 30-Jährigen ist nicht mal jeder Dritte noch Kirchenmitglied. Außerdem geht die Zahl der Taufen Jahr um Jahr zurück. Und die Zahl der Kirchenaustritte ist ebenfalls konstant hoch. Wenn das so weitergeht, wird die Mehrheit in Deutschland schon in wenigen Jahren nicht mehr Teil einer christlichen Kirche sein. Die Kirche verliert also mehr und mehr Mitglieder. Doch sie gewinnt durch die verlässlichen öffentlichen Zuschüsse mehr und mehr Einrichtungen und damit Mitarbeiter.
1950 arbeiteten 260.000 Menschen für die Kirchen und die Hälfte davon waren Pfarrer, Priester und Ordensleute. Heute haben die Kirchen 1,3 Millionen Mitarbeiter und der Anteil an Geistlichen und Ordensleuten liegt bei unter 5%. Doch auch für die anderen 95% nicht geweihten Mitarbeiter gilt ein besonderes kirchliches Recht, auf das die Allgemeinheit keinen Einfluss hat, obwohl sie zahlt. In Königswinter wird dieses Modell nun von den Kindergarteneltern auf die Probe gestellt. Sie wollen der Stadtverwaltung in einem Bürgerantrag vorschlagen, der Kirche als Träger ihrer Einrichtung zu kündigen. Mehrmals hatten sie zuvor versucht, mit dem Pfarrer und den Kirchenvorständen zu diskutieren, ohne Erfolg. Nun wollen sie, dass statt ihrer Erzieherin die Kirche geht, wenn die Kirche die Mehrheitsmeinung nicht akzeptieren will. Glauben Sie, dass dieses Argument, wir zahlen, deswegen möchten wir auch bestimmen oder mitreden, ob das angekommen ist? Nee. Nein, nein. Weil das ist ja das Faszinierende. Das muss man immer wieder verstehen, dass man mit rationellen Gedanken dieses Problem nicht knacken kann. Die sind davon überzeugt, dass wir alle einen großen Fehler machen, weil das Kindeswohl hängt eigentlich am Glauben, an der Vermittlung des katholischen Glaubens. Und das ist viel, viel wichtiger. Genau, wir dürfen die Kinder um Gott nicht betrügen. Das ist viel, viel entscheidender als die Frage, wer bezahlt jetzt was? Das ist ja was ganz Profanes, Verwaltungskram. Dreimal haben sich Pfarrer Schiffers und die Kirchenvorstände der Gemeinde mit den Eltern getroffen. Dreimal ohne Ergebnis. Glauben Sie, es war ein Fehler der Eltern zu glauben, man könnte in der Grundsache diskutieren? Ja, sicher. Ja, das denke ich schon. Ich meine, das hätte Ihnen dann klar sein sollen. Dass es keine Diskussion gibt. Dass wir dafür nicht der Ort sind, wo das diskutiert werden kann. Ne? Sinnvoll diskutiert werden kann. Ne? Pfarrer Schiffers und die Kirchenvorstände entschließen sich zu einem besonderen Schritt. Sie schreiben den Fall von Bernadette Knecht in einer Stellungnahme auf, die in den Kirchen ausliegt, an katholische Haushalte verteilt wird. In dem Papier schildern sie das Vergehen der Erzieherin im Detail. Ohne Rücksicht auf den Datenschutz erwähnen sie ihren Namen und den ihres Partners und schreiben sogar, in welchen Ort die beiden gezogen sind. Auch Kindergartenmutter Alice Ernst hatte das Schreiben im Postkasten. Was mich besonders ärgert, ist, dass ich finde, dass in diesem Brief Persönlichstes von einer Frau ausgeplaudert oder verteilt wird. Der Name Frau Knecht erscheint ganz, ganz oft. Es erscheint auch der Name des neuen Lebensgefährten. Sowas zu verteilen, mir in Briefkasten zu stecken, in den Kirchen auszulegen, ich finde, das ist einfach eine andere Dimension. Ja. Die Stellungnahme ist 3 Tage alt. Da entscheidet der Jugendhilfeausschuss der Stadt über den Bürgerantrag der Eltern. Die haben geschrieben, dass es längst nicht mehr nur um ihre Erzieherin gehe, sondern dass sie selbst sich auch nicht mehr vorstellen könnten, ihre Kinder in die katholische Einrichtung zu geben. Der Pfarrer wird an diesem Tag nicht kommen. Ulrike Keller vertritt ihn. Sie ist Mitglied im Kirchenvorstand und hat auch die Stellungnahme der Kirche verfasst. Ulrike Keller kann den Wirbel, der gerade um eine einzelne Frau gemacht wird, nicht nachvollziehen. Das Verhältnis zur Stadt ist natürlich kirchlicherseits damit auch etwas zerrüttet, wenn ich das Wort jetzt mal so richtig hoch nehmen will. Denn wir haben uns letztlich nichts zu Schulden kommen lassen. Nicht? Wir haben uns an unsere Verträge gehalten. Und nur weil jemand sich nicht dran halten will und das eben hochhängt, ja, das kann nicht sein. Da stimmt was nicht. Die Sitzung geht los. Eltern gegen Kirche. Wie wird der Ausschuss entscheiden? Selbst wenn das hier heute negativ ausgeht, denke ich, ist es das für uns sicher nicht gewesen. Ja, mit Sicherheit. In Königswinter versucht sich die Elternschaft nun von der Kirche als Träger zu trennen. Für Gesamtdeutschland ist der Trend genau umgekehrt. Das betrifft sowohl die kirchliche Kinderbetreuung als auch die christlichen Schulen. Dort ist die Steigerung besonders erstaunlich. Allein in den letzten 15 Jahren ist die Zahl christlicher Konfessionsschulen um fast 30% gestiegen. In dieser Zeit hat sich beispielsweise die Zahl der evangelischen Grundschulen in den westlichen Bundesländern fast verdoppelt. In den östlichen Bundesländern fast vervierfacht, obwohl dort unter 30% der Bevölkerung noch Mitglied einer Kirche sind. Womit lässt sich dieser Boom christlicher Schulen erklären?
Es ist noch nicht lange her, da hatte Bürgermeister Uwe Siebert in Wriezen, eine halbe Fahrtstunde von Berlin entfernt, noch ein öffentliches Gymnasium im Ort. Dann beschloss das Land, es zu schließen. Aus Spargründen und Schülermangel. Der Bürgermeister wollte das nicht und hatte eine Idee. Er tat sich mit der evangelischen Kirche zusammen und half bei der Anschubfinanzierung. So machte die staatliche Schule zu und die kirchliche im selben Gebäude auf. Ja, die Damen und Herren Stadtverordneten haben für die ersten beiden Jahre hier einen deutlichen Zuschuss geleistet. Ist ja immer in der Gründungsphase für einen freien Träger schwer, dann den Eigenanteil zustande zu bringen. Der ist von der Stadt übernommen worden und ich glaube, sonst wäre es auch nicht möglich geworden. Wie viel war das? Das waren gut 400.000, von denen wir sprechen. Aber das war es Ihnen wert? Das war es uns wert. Und anfängliche Bedenken, dass es hier eine reine Missionsschule wird, ich glaube, die sind durch den Alltag an der Schule zerstreut worden. Die Eltern hier wissen, wäre die Kooperation mit der Kirche nicht zustande gekommen, gäbe es in ihrem Ort keine Schule mehr. Ihr Glück, selbst wenn staatliche Schulen geschlossen werden oder man mit der Qualität nicht zufrieden ist, freie Schulen dürfen immer öffnen. War Ihnen das wichtig, dass das eine evangelische Schule ist? Nee, war uns jetzt nicht wichtig, weil wir sind eigentlich nicht kirchlich oder so oder evangelisch, ne? Also ist auch nicht als Voraussetzung, dass man hier auf diese Schule gehen muss, ne? Und es war jetzt mehr so, die ist da, die Schule, und warum soll man die nutzen? Ja, und die hat eben einen sehr guten Ruf. Ja, stimmt. Bürgermeister Siebert, Frank Ohli von der Evangelischen Schulstiftung Berlin und Brandenburg und Karl Viktor von Schöning von den Johannitern freuen sich über die gelungene Kooperation. Denn natürlich haben beide Seiten etwas davon. Ein Bürgermeister sagt sich natürlich auch, eine Schule ist für mich ein Standortvorteil. Und für uns eben ein hohes Interesse, hier vor Ort auch mit der Kirchengemeinde gemeinsam Bildungsarbeit, aber auch eben Glaubensarbeit zu leisten. Und je jünger die Menschen sind, umso eher kann man sie für die Kirche gewinnen, für kirchliches Leben. Und das ist die Idee, die dahinter gestanden hat. Nicht nur die Schüler, auch die Lehrer werden durch die neue Schule für kirchliches Leben gewonnen. Katrin Strelo ist in Wriezen geboren und selbst auf diese Schule gegangen, als sie noch staatlich war. Nun fängt sie hier als Lehrkraft an. Durch einen Zufall, ich war in den Sommerferien bei meinen Eltern, hatte sich ergeben, dass sie in der Planungsphase sind. Ich habe mich beworben und so ging es ruckzuck, dass ich wieder hierher zurück durfte. Sind Sie auch evangelisch? Noch nicht. Was heißt? Dass ich aber in der Kirche eintreten werde. 2 Jahre darf man hier so arbeiten und dann, wenn man dann bleiben will, dann muss man in die Kirche eintreten. Der Direktor der Schule, Michael Tietje, ist inzwischen auch Johanniter. Er will seinen Ordensbrüdern heute die Modernisierungsmaßnahmen seit der Übernahme zeigen. Alle Beteiligten sind stolz, dass sowohl der Schulbetrieb als auch die Renovierung ohne Kirchensteuermittel läuft. Sie wissen ja, dass wir eine Aula haben jetzt und diese Aula befindet sich unter dem Dach. War ja eine ganz spannende Geschichte, weil wir ja die Finanzierung über die Konjunkturmittel auf den Weg gebracht haben. Das ist ja auch eine Geschichte, die kriegt man ja normalerweise nicht so hin, dass man so viel Geld auf den... Und der Ansatz war, dass wir einen Aufzug bauen wollten und wir haben gesagt, wir bauen den gleich bis nach ganz oben und dann bauen wir das Dach aus. Und wir haben entsprechend dann hier jetzt Raum für unsere Mittagessen, die wir hier durchführen. Aber wir lassen hier auch unsere Andachten stattfinden. Regelmäßig, jeden Freitag hier bei uns. Es fließen keine Kirchensteuermittel in die Finanzierung, sondern die Finanzierung läuft über die Landeszuschüsse, die wir erhalten. Das sind ca. 2/3 der Vollkosten. Und das letzte Drittel müssen wir selbst erwirtschaften. Das sind dann die Elternbeiträge, die geleistet werden. Und, da schaue ich hier in die Runde, die Partner, die uns dabei unterstützen, dieses Delta zu schließen, dass die Schule finanziert werden kann. Seit 2004 hat die Evangelische Schulstiftung allein in Berlin und Brandenburg 35 Schulen aufgemacht.
In Königswinter haben die Stadtverantwortlichen in der Zwischenzeit eine besondere Entscheidung getroffen. Mit einer Stimme Mehrheit haben sie der Kirche als Träger ihrer Einrichtung gekündigt. Knapp aber geschafft, ja. Das ist gut, dass es so gekommen ist jetzt erstmal. Und die Kirche? Es ist natürlich schade. Wir sind sehr traurig darüber. Wir haben darin immer eine große Aufgabe gesehen, Kinder in katholisch-christlicher Werteorientierung zu erziehen, was bisher auch immer Wunsch der Eltern war. Aber gut, sonst muss man sehen, wie es weitergeht. Ändert die Entscheidung denn etwas an Ihrer Haltung zum Thema? Das ist eine gute Frage. Ja, es ist so, dass die katholische Kirche ein Idealbild der Ehe hat. Und an dem wird sie mit Sicherheit festhalten, weil es eben auch begründet ist damit, dass wir an einen Gott glauben, der die Menschen liebt und eben in dieser Liebe festhält bis zuletzt. Und das Ganze ist Abbild der christlichen Ehe. Von daher müssen wir dabei bleiben. Wie kommt diese Entscheidung der Stadt zustande? Die Opposition, Richard Ralfs von den Grünen und Björn Seelbach von der SPD, haben dafür gestimmt, die Kirche zu entlassen. Die Argumente, die vorgebracht wurden von den Eltern, sind absolut stichhaltig. Es geht uns in der Tat gar nicht um irgendwelche Kündigungsrechte oder Sonstiges, sondern es geht darum, dass das Verhältnis zerrüttet ist. Und wir werden einfach sicherstellen, so wie wir es als Stadt nun mal nur können, die einzige Maßnahme, die wir da haben, Maßgabe, ist dann eben eine entsprechende Kündigung auszusprechen. Da gilt dann einfach auch, wer bezahlt, bestellt die Musik. Und das ist hier die öffentliche Hand, die diese Einrichtung finanziert und da vor allem auf eine Qualität Wert legen muss und nicht auf Kriterien am Rande, die dazu führen, dass man möglicherweise beim Personal, bei der Personalauswahl sich tragisch einengt. Für die Kirche sind diese Kriterien am Rande die Grundlage ihrer Arbeitsverträge. Es ist im Grundgesetz festgeschrieben, dass die Kirchen ihre eigenen Angelegenheiten ohne Einflussnahme des Staates regeln dürfen. In Königswinter hat sich der Staat zum ersten Mal nicht daran gehalten. Das zeigt das Kernproblem, aber es hilft den 1,3 Millionen anderen Beschäftigten der Kirchen nicht. Für sie alle machen zwei entscheidende Gesetze bis heute Ausnahmen. Das Betriebsverfassungsgesetz gilt nicht für die Kirchen. Deshalb hat niemand Einfluss darauf, wie sie die Mitbestimmungsrechte und Tarifbedingungen ihrer Mitarbeiter regeln. Und auch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das Arbeitnehmer in Deutschland vor Diskriminierung schützen soll, macht für die Kirchen Ausnahmen. Nur so können sie die Religion zum Einstellungskriterium machen. Nur so kann auch das Verhalten außerhalb des Dienstes von der Kirche geahndet werden. Es geht in dieser Diskussion nicht um Pfarrer und Priester. Der Staat bezahlt für die soziale Dienstleistung der Kindergärtner und Krankenpfleger und Lehrer, die das betrifft. Warum gibt es nicht längst eine breite Diskussion auf bundespolitischer Ebene zu dem Thema? Was sagen die Haushaltspolitiker, die sehen, was mit öffentlichem Geld bei den Kirchen passiert? Carsten Schneider ist der haushaltspolitische Sprecher der SPD. Was sagt er zu dem Problem mit den Kirchen? Wir bringen eine staatliche Dienstleistung, sei es im Kindergarten oder sei es im Alten- oder Pflegeheim. Dafür bezahlen wir und ich finde, dafür gelten auch die Sozialstandards in Deutschland. Und das muss zwingend sofort geändert werden. Der Verkündungsauftrag, der kann gelten, aber das gilt dann für Pfarrer, für den engsten Bereich, aber nicht für eine Kindergärtnerin. Die Kirche sagt aber, das sind unsere Mitarbeiter, unsere Arbeitnehmer und wir haben unser Selbstbestimmungsrecht, deswegen können wir da bestimmen. Nein, man muss einfach das Betriebsverfassungsgesetz ändern und dann gilt das für den kirchlichen Bereich, wo soziale Dienstleistungen erbracht werden. Die werden ja vom Staat bezahlt. Oftmals wird ja angenommen, das würden die Kirchen quasi als Almosen finanzieren für den Staat. Dem ist nicht so, sondern das wird alles sauber bezahlt. Da gibt es keinen Zuschuss seitens der Kirche, sondern das sind von den Steuerzahlern und den Beitragszahlern finanzierte Leistungen. Und da gelten die Sozialstandards in Deutschland. Die Bundesregierung denkt anders darüber. Norbert Bartle ist der haushaltspolitische Sprecher der CDU. Dass die Mitarbeiter der öffentlich finanzierten kirchlichen Einrichtungen Nachteile haben, weiß auch er. Ändern möchte er das trotzdem nicht, denn kein Mensch wird dazu gezwungen, in einer kirchlichen Einrichtung arbeiten zu wollen. Jeder hat die Entscheidung. Die Kirchen haben da kein Monopol auf Kindergärten oder auf Schulen oder auf was auch immer, sondern jeder kann sich frei entscheiden, ob er dort tätig sein will oder nicht. Und deshalb unterwirft sich jeder freiwillig auch den Bedingungen, die dort gelten.
So kommt die überfällige Diskussion über die Bedingungen der Kirchen an anderen Orten in Gang. Gerade erst hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass die Kirchen ihren Mitarbeitern das Streiken nicht generell verbieten dürfen. Vielleicht der Anfang einer breiten Diskussion über die Arbeitsbedingungen in kirchlichen Einrichtungen. Königswinter. Nach der Entscheidung im Kindergarten. Alle Eltern sind da, um mit Frau Knecht zu feiern. Noch ist nicht klar, wer den Kindergarten jetzt übernehmen wird. Seit gestern Morgen ist hier wirklich eine lockere Stimmung. Und ich merke in mir auch, ich bin gelöst wie seit einem Dreivierteljahr nicht mehr. Es ist schon was ganz anderes. Und es geht mir sehr gut. Das war uns ganz wichtig, dass wir Frau Knecht wieder so sehen, wie sie jetzt hier steht. Ja. Das ist ein Geschenk. Ein paar Wochen später wird im Kindergarten Abschied gefeiert. Mit einem Gottesdienst. Lange hatte die Stadtverwaltung über den neuen Träger diskutiert, der die katholische Kirche ablösen soll. Nach fast genau 40 Jahren gibt die Kirche nicht mit so ganz leichtem Herzen diesen Kindergarten auf. Das heißt, es kommt jetzt ganz vieles auf uns zu, ganz vieles Neues. Und an solchen Punkten ist es gut, wenn wir Gott davon erzählen und um seine Begleitung bitten. Und darum feiern wir diesen Gottesdienst. Und wir tun das im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der neue Chef von Bernadette Knecht ist heute schon da. Reinhard Koglin gehört zum christlichen Jugenddorf Christophorus, zur evangelischen Kirche. Der christliche Glaube ist die Grundlage, das Neue Testament und Konfessionen und besondere Regeln von Konfessionen, die im Privatleben angesiedelt sind, interessieren uns nicht. Das heißt, es können auch Moslems oder nicht getaufte Erzieherinnen jetzt hier arbeiten? Erzieher sollten doch auch durch die Mitgliedschaft zu einer christlichen Kirche dokumentieren, dass sie auf der Basis des Christentums stehen. Das heißt, es können nur Christen hier arbeiten? Im Erzieherdienst ja. Ein Jahr lang haben die Eltern dafür gekämpft, dass die katholische Kirche geht. Nun ist die evangelische Kirche da. Und was, wenn es wieder passiert? Wenn als nächstes eine nicht getaufte Bewerberin abgelehnt wird? Also in unserer Einrichtung ist... also man kann ja nie sagen, aber ich glaube tatsächlich, dass wir uns da jetzt in der Form positioniert haben, die Träger mit solchen Ansinnen, glaube ich, schon eher abgeschreckt haben. Ja, das halte ich für nicht durchsetzbar, hier zumindest. Das Thema wird natürlich trotzdem weiter in anderen Kindergärten lebendig bleiben, aber hier bei uns glaube ich nicht.